Pilz gebraut in Köln. Kann das funktionieren? Wir haben nachgefragt. Zappesbräu, gegründet 2020. Cheers. Lecker ist auch noch. Ja, was sind wir? Was machen wir? Wir sind eine kleine Biermarke aus Köln. Wir haben uns getraut, in Köln Pilz zu machen. Klingt natürlich erstmal bescheuert, weil jeder denkt, wird jetzt eigentlich nur Kölsch getrunken. Aber anscheinend auch recht viel Pilz. Angefangen haben sie zu viert. Inzwischen sind sie nur noch zu zweit. Doch wie kommt man überhaupt auf die Idee, sein eigenes Bier zu brauen? Die Idee entstand, dass wir Anfang des Jahres am Bütchen standen und eigentlich gerne Pilz trinken und keine wirkliche regionale Alternative in Köln gefunden haben, die auch ein bisschen nachhaltig ist. Dementsprechend haben wir gedacht, wir machen einfach mal einen Pilz. Regional und nachhaltig sein, nicht wie andere Große einfach Hauptsache viel Bier verkaufen, sondern halt den Leuten unsere Story mit auf den Weg geben, und deswegen sehen wir da unsere Chancen, obwohl es eigentlich ein Markt ist, der übersättigt ist. Wir machen alles selber, angefangen von Flaschen einsortieren in die Kisten, brauen, abfüllen, verkorken, etikettieren und dann verteilen, außer eine Sache, wir können natürlich nicht alles selber trinken. Deswegen brauchen wir da immer Unterstützung. Der Verkauf lief gut, doch dann kam Corona. Wir haben tatsächlich genau während Corona angefangen. Also die ersten Gedanken waren so mit Corona in den Wochen davor eigentlich. Und dann hat sich so angefühlt, das wird ja schon bald wieder vorbei sein. Über den Sommer ging es dann echt gut, da konnte man auch ganz einfach Bier verkaufen. Nur ja, dann ist diese zweite Welle jetzt aufgekommen und da standen wir natürlich vor der Frage, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Wir waren ja, wie gesagt, vier Leute und sind jetzt nur noch zu zweit, weil die beiden anderen Jungs sind wieder in feste Jobs gegangen, weil sie gesagt haben, macht Spaß, ist ein super Hobby, aber wir können uns das nicht vorstellen, langfristig durchzuziehen. Die größte Herausforderung ist aktuell einfach, dass es schwierig ist, viel Bier zu verkaufen, weil es gibt keine Events, die Gastronomie hat geschlossen. Das ist halt extrem schwierig, damit zu planen. Also diese gesamte Planungsunsicherheit ist das Schwierigste aktuell. Durch die Pandemie ist vor allem die Unsicherheit ein Problem. Sieht es denn abseits von Corona besser aus? Also in Deutschland gründen immer noch, wenn man jetzt mal realistisch ist, abseits von Höhle der Löwen, so hochglanzmäßig. Relativ mit sehr viel Bürokratie einfach, Aufwand verbunden, was viele, glaube ich, davon abschreckt, und natürlich mit einem Risiko auch. Weil man damit, wie gesagt, noch eher wenig bis gar kein Geld verdient, aber es macht halt einfach riesen Spaß, deswegen sind wir eigentlich jedes Wochenende irgendwie am Rödeln, also sei es jetzt am Bier brauen oder am Bier verkaufen und uns verrückte Sachen überlegen. Und das Ziel ist von uns beiden jetzt, da wir nur noch zu zweit sind, tatsächlich das Vollzeit zu machen. Ich glaube, es ist einfach so, dass eine Krise grundsätzlich auch immer eine Chance ist irgendwie. Ja, aber wir sind guter Dinge, weil irgendwann wird es wieder normal werden in unseren Augen, und dementsprechend bereiten wir uns darauf vor und geben halt Vollgas. Gründen ist und bleibt kein einfaches Feld in Deutschland. Während Corona wird der sowieso schon risikoreiche Schritt in die Selbstständigkeit noch erschwert. Zappesbräu zeigt, dass in der jetzigen Zeit Durchhalten angesagt ist. Danach kann wieder voll durchgestartet werden. Es gibt viele Produkte, die ich schön finde, aber ich glaube, keins finde ich so sexy wie Bier.